Liebe Mitmenschen, liebe Mitbürger, liebe Staatsdiener und liebe Vielverdiener. Ein weiteres Jahr nähert sich dem Ende. Wie so oft gab es auch in diesem Jahr Höhen und Tiefen, die wir alle gemeinsam als gesellschaftliches Happening zusammen, gemeinsam durchlebt und überlebt haben. Dafür und für den unermüdlichen Einsatz jedes Einzelnen von meiner Seite ein Dankeschön. Auch an mich. Denn auch ich bin ein Teil von Deutschland, von uns. Und somit freue ich mich besonders, hier einen Punkt setzen zu dürfen. Nach einem Jahr, das uns alle auf die eine oder andere Weise bewegt hat. Punkt. Bewegt haben uns Momente, Menschen und Emotionen. Es war ein Jahr der Bewegung. Und das nach vorn. Zur Seite, dem Jahresende entgegen. Das haben wir alle ganz hervorragend hinbekommen. Liebe Mitwürste. Bleiben Sie auch im neuen Jahr treu erhalten. Leben Sie schnell, intensiv. Schonen Sie damit auch unsere Rentenkassen. Sie verstehen mich. Wir tun damit etwas Gutes. Für uns und für unser Land. Ich möchte schließen mit den weisesten Worten, die mir in diesem Jahr eingefallen sind. Und sie sind nicht von mir. Aber auch das tut dem Sinn keinen Abriss. Ein Aufruf und ein Appell aus dem künstlerisch-sozialkritischen Umfeld. Vielen Dank und Ihnen allen nun ein gutes Jahr 2010. Machen Sie das Beste draus.